Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, jetzt gehen wir ja langsam auf die 710 Tutorials zu. Was für eine Zahl, ja. Und ich dachte mir, ich mache heute mal einen sogenannten Color Faded Film-Effekt, also einen Verblassen-Effekt in einem analogen Stil, also praktisch einen Analog-Film-Look sozusagen. Und dazu habe ich hier diese Vorlage gerichtet. Die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Als allererstes werde ich diese Ebene hier einmal duplizieren und schalte die untere Ebene aus. Gehe auf Farben, Werte. Und hier bei den Werten müssen wir hier ein bisschen abdunkeln das Ganze und ein bisschen aufhellen und auch die Mitten ein bisschen bearbeiten. Das heißt, wir werden jetzt hier mal in etwa auf, ja, so 40 herum in etwa gehen. Ich kann das mal eingeben, genau 40. Dann werde ich hier in den Höhen, in den hellen Bereichen, muss man sagen, etwas aufziehen. So vielleicht auf 222, wie ihr das hier seht. Und in die Mitten werde ich ein bisschen abdunkeln, so auf 0,75 vielleicht. Ja. Und bestätige mit okay. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt hier diesem Foto eine orangenfarbene Ebene hinzufügen, sozusagen eine transparente Ebene und die verrechnen mit einem Ebenenmodus. Dazu gehe ich hier hin, erstelle eine neue transparente Ebene und bestätige erst einmal mit OK. Man kann hier noch anders arbeiten, aber ich mache das jetzt hier so mal, wie ich es gewohnt bin. Gehe zurück hier auf Deckkraft von 25%. Stelle hier gleich meinen Ebenenmodus auf Farbe LCH. Gehe hier hin, nehme die Farbe Orange. Wenn ihr hier Orange reinschreibt, kommt diese Farbe hier. Ziehe diese Farbe in diese soeben erstellte Ebene hinein. Und ihr seht, hier hat sich extrem was verändert. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Jetzt werden wir dieses Foto ein wenig aufhellen. Dazu gehen wir auf Farben, Helligkeit, Kontrast. Farben. Helligkeit, Kontrast und hier gebe ich bei der Helligkeit einen Wert von 50 ein, ne? So, damit es schön nach vorne kommt hier in der Helligkeit. Wir werden etwas sättigen noch, nicht allzu viel. Dazu rufen wir Farben, Sättigung auf und hier gebe ich einen Wert von 1,100 oder 1,050 an. Ich gebe mal 1,050 und bestätige mit OK. So. Des Weiteren müssen wir jetzt arbeiten mit Split Toning. Dazu werde ich diese Ebene hier zweimal duplizieren und werde auf der oberen Ebene diese Ebene deaktivieren. Nehme die zweite Ebene von oben, werde jetzt hier erst einmal meine Farben standardmäßig wieder einstellen. Nicht, dass wir das bräuchten, aber es ist einfach Gewohnheit. Und dann gehen wir hier auf Werkzeuge, Gaggle-Operationen und suchen uns hier Gradient Map. Und bei Gradient Map nehmen wir bei Color One hier die Farbe BF 4040 und bestätigen mit OK. Nun gehen wir hier hin, aktivieren die obere Ebene, gehen auf Farben bzw. Werkzeuge erst einmal natürlich, gehen wieder auf dieses Gradient Map und suchen uns die Farbe A6 BF 4040 und bestätigen mit OK. Jetzt werden wir hier hingehen und werden die obere Ebene ausschalten. Ich mache das mal, damit man den Effekt sieht. Und rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen, Graustufenkopie der Ebene. Allerdings hier bei dieser zweiten Ebene von oben werden wir die Maske invertieren. Jetzt schalten wir die obere Ebene zu, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen. Und jetzt werden wir hier die Invertierung herausnehmen und nur Graustufenkopie der Ebene nehmen. Jetzt werden wir beide Ebenen verrechnen. Erst einmal die untere Ebene verrechnen mit Farbton bzw. Farbe LCH. Und hier werden wir unsere Ebenendeckkraft gleich auf 50% stellen. Die obere Ebene können wir gleich auf 50% stellen und werden auch hier diese Ebene verrechnen mit Farbe LCH. Rechte Maustaste nach unten vereinen. Wo sind wir hier? Oder sichtbare Ebenen vereinen. Besser ist das, so zu machen. Und ihr seht, dieses analoge Verblassen hat bereits stattgefunden. Wir sind sozusagen im Grunde genommen fertig mit dieser Geschichte hier. Ihr seht, wie sich das hier ausgewirkt hat, dieser Prozess. Und wir können jetzt hier Filter
Licht und Schatten hier noch eine Vignettierung hinzufügen. Die habe ich natürlich bereits getestet. Ich nehme hier beim Radius einen Wert von 1,8 und hier unten bei der Proportion habe ich genommen einen Wert von 0,800 und bestätige mit OK. Und jetzt wäre ich fertig mit meinem Effekt, den ich erzeugen wollte. Color Faded Film oder Analog Film Verblassen Effekt, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich dachte, diese Dampflok hier eignet sich für dieses Tutorial sehr gut, vielleicht sogar am besten, aber es kann man natürlich mit jedem anderen Foto, das man hat, auch machen, mit der Freundin, dem Foto der Freundin, was weiß ich, wie auch immer. Okay, herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen, wenn es euch Freude gemacht hat. Gebt mir doch einen Daumen hoch, vielleicht möchtet ihr mir einen Kommentar schreiben. Und vielleicht möchtet ihr dieses Video auch teilen. Auf Patreon habe ich auch einen Account. Da sind relativ wenige Videos zu sehen. Allerdings kann man mir dort eine Spende geben, wenn man das möchte. Wenn ihr die Beschreibung des Videos aufklappt, findet ihr den Link dazu. Ansonsten ja, kommt gleich der Abspann hier. Und für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben, wenn da mein Kanalsymbol kommt, könnt ihr darauf klicken und dann habt ihr diesen Kanal abonniert. Okay? Herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.